Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Wir sind schon wieder voll auf Strom. Zusammengepackt, geräumt. Haben die Matte jetzt schon mal, den Pool schon mal geschrubbt ordentlich. Jetzt setzen wir aber erstmal einen Trink Kaffee mit der Mama, die ist schon kurz auf Toilette. Und ja, heute geht's los, ab nach Pamukkale. Gestern Abend hat mich der Reifenmensch noch angeschrieben, hat gefragt, ob wir heute kommen. Ich habe gesagt, ja. Ja, ich denke mal, dass wir gegen 9:30 loskommen. Wir haben jetzt 8:20. Und ja, wir fahren bis nach Pamukkale heute. Bin ich gespannt, wie wir durchkommen. Und ja, ich freue mich. So langsam geht es wieder Richtung Ungarn. So schön das hier auch ist und so traurig wir auch sind auf eine Art. Und so sehr freuen wir uns, wenn es jetzt losgeht. Genau. Ja, haben wir ja Apfel hier liegen lassen, alle Melonen ein Stück. Die Ameisen sind wieder dran gegangen. Ein paar Mückenstiche habe ich wieder gestern Abend auf Fußball geguckt. Die Deutschland haben ja gewonnen. Erstmal. Ich sage leider, weil ich hätte den Ungarn einen Punkt gegönnt. Auch wenn sie es nicht verdient hätten. Die waren recht besser, die Deutschen. Aber so ist das im Fußball. Ne? Entweder verliert man oder gewinnen die anderen. Kann man nicht machen. Ja. Genau, so sieht's aus. Wir trinken jetzt ein Käffchen und dann räumen wir, rödeln wir alles zusammen und dann melde ich mich gleich wieder rein. Oder auch zwischendurch immer, auch mit dem Reifenwechsel heute. Nehme ich euch voll mit. So, es wird jetzt angekuppelt. Papa fährt jetzt das Auto an die Deichse. Spiegel sind dran, wir haben soweit alles eingeräumt. Und dann müssen wir da vorne, das Auto muss da vorne, glaube ich, immer noch weg. Weil wir eventuell nicht um die Kurve kommen im Gespann, aber wir werden sehen. Es bleibt spannend. Ja, ja, überall sind diese Oleanderblumen, ne? In jeder Ritze. So, wir gucken jetzt, ob wir eine Schraube im Reifen sehen, wenn der Bernd langsam vorfährt. Dann könnten wir den ja vielleicht reparieren lassen am Straßenrand für 100 Lira. Mit Bäumen hängt auch nichts mehr, ne? Ne, ich dachte, du sitzt schon im Auto. Ich komme in der T-Shirt damit so. Ach so. So, jetzt geht's los. Boah, der ganze Wohnwagen wackelt, wenn er einsteigt. Los geht's. Geh nicht runter. Oder? Nein, ich geh nicht runter. Stopp! Warte mal. Der ganze Reifen ist voll Dreck hier. Da sehe ich nichts. So, los geht's. Jetzt müssen wir erstmal die schmale Einfahrt hoch. Das sind nur die Bäume hier rechts. Oh, ei, ei, ei. Du guckst schön links die Wand, ne? Oh, das geht ab hier. Da rechts passt. Langsam, langsam. Lauter vielleicht? Weiß ich nicht, ob er, aber er sieht das. Passt. Ne? Hier rechts passt ist auch gut. Alles. Rechts ist gut. Weiter, weiter. Super passt. Auch mit dem Auto passt. Puh. Vorsichtig, links der Baum, aber passt. Passt. Bye bye. Igulär. Frisch gerisch. Wir sind jetzt hier an der Reifenwechselfirma. Und er ist wohl in 5 Minuten da. Wir sollen kurz warten. Und ich glaube, der holt die Reifen ab. Bin gespannt.
Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, nur richtig weit mit dir gehabt. Ja, ja, ja. Takt herab, Schniedel ab. Nein, so schlimm ist noch nicht. Ja, ich mach da auch vorher los. Habe ich das auch gesehen bei YouTube. Ja, ja, so habe ich das aber auch gesehen. Das machen halt nur Fachwerkstätten. Wenn man Amateur ist, dann muss man eine Seite machen. Aber da angekuppelt ist, ist das kein Problem. So habe ich gelesen. Also. Super. Ja, jetzt wird hier umgeflext. Meine Güte. In zwei Hälften gebrochen. Ja, auch. Nicht lustig. Ah. Okay? Ja. Problem, jetzt sind die Ventile durch. Ich habe einen Platten auf dem... Guck selber. Sind wir hier an so einem Otto-Dings. Und dann machen jetzt neue Ventile drauf. Super, ja. Richtig geile Scheiße. Bleib mich gleich nochmal. Hat eine Aufregung. Dann mache ich jetzt quasi hier so Metallventile drauf. Was hier. Die sollen viel besser sein. Ja, ich hoffe es einfach. Aufregung wieder um, meine Güte. Ey. Ja, der hat die Ventile halt nicht gewechselt. Der hat die wohl geprüft angeblich. Aber nicht getauscht. Jetzt hat er mir gerade gezeigt, wo wir jetzt hier waren. Der hat so Metallventile reingemacht und hat er so leicht gebogen. Da hat man voll die Risse gesehen. Halt. Und klar ist dann die Luft nach und nach rausgeht. Ich vermute mal, das war auch das alte Problem, dass sie halt porös waren und deswegen ganz leicht immer ein bisschen Furze abging. Naja, uns geht allen gut, nichts passiert, das ist die Hauptsache. Jetzt fahren wir Richtung Schehir, Sehir. Jetzt fahren wir rechts lang. Und dann geht's erstmal zur Tankstelle, nochmal tanken, gucken nochmal nach dem Reifen. Aber eigentlich habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Außer, dass die jetzt wieder alle rechts rüberziehen müssen. Die fahren hier wirklich wie die Heckmex. Sind wir angekommen in Pamukkiol. Was eine Fahrt, ey, was eine Reise mit den scheiß Reifen. Oh, haben alle zwei Minuten geguckt, ob alles noch Jock ist, aber es war noch Jock. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der Reifen auch noch Jock, Jock, Jock da unten ist. Ja, ist er. Alles schön. Die Kinder sind schwimmen. Mama auch. Und Etty, was machst du? Mumi, die ist warm, ne? Im Schatten geht's aber. Direkt Wasser gemacht. Hätte, soll ich dir den Pool machen? Oder das Ding ist kaputt. Der Schlauch war kaputt. Hätte, hör auf, so eine Katze. Ich melde mich gleich wieder. Wenn die Musik aus ist, das wird beim Video wieder gesperrt und ich muss das stumm schalten. Das ist auch scheiße. Ja. So, haben wir jetzt gesättigt. Ich will Papa aber nochmal schwimmen. Man muss jetzt umgezogen, angezogen. Jetzt
jetzt mal hier auf dem Spielplatz. Pamukkiol. Sonne geht unter. Kommt zur Ruhe, Alter, ich weiß, es ist warm. Nochmal Platz, jetzt ein Kühltuch dabei. Das ist wirklich richtig schön cool. Hat ein Eis gekriegt, gerade ein Vanilleeis. Und zwei Habs Wasser war weg. Ja, jetzt hat er gerade ordentlich die Lefts nochmal ausgespült. Und kannst du ein Eis hier mitnehmen? Voll lecker. Ich nehme Wasser, ich trinke gleich Eistee. Genau. Spaghetti gab es mit Tomatendose, mit Nudeln, haben ein bisschen zu viel Gewürz gemacht, war sehr salzig, muss ich morgen noch ein bisschen strecken. Aber ist ja kein Problem, hatten von morgen eh nichts groß auf dem Plan, wollen wir nichts kaufen. Ein Hummi. Hier kühlt es auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Als am Meer. Es ist hier schon angenehmer als am Meer, sage ich gerade. Ja, tagsüber, aber nachts sind 5 Grad weniger. 19 Grad heute Nacht. Es ist sehr windig hier. Ja. Deswegen habe ich meine nassen Sachen an. Ja, ist bestimmt schön kalt, ne? Ja, aufregender Tag. Das war wirklich Riesenscheiße mit den Reifen, ehrlich. Mit dem Ventil, dass das porös war. Aber jetzt hat alles gehalten. Toi, toi, toi. Witzi, du bist auffällig wie ein Brötchen, ne? Zeit, dass wir nach Ungarn kommen, Etty. Dann kannst du wieder auf deinen Wiesen ein bisschen laufen. Und in deine Planschwanne gehen. Ich weiß, Etty. Komm hier, mach Platz. Komm hier, mach Platz. Komm hier. Ach, du bist ein Otto. Nur mal zwischen Holzern, Alter. Homie, Homie, Hundesohn. Bleib mal hier, komm mal hier. Er kann kaum laufen, aber trotzdem überall schnäuzeln. Naja, egal. War ein strengender Tag vom Kopf her, wegen dem Reifen und alles. Ich würde sagen, ich werde mich morgen wieder reiten, alter Frische. Nehme euch mit auf den Weg nach Akisha. Da kennen wir uns ja schon aus, da wissen wir ja zum Glück, wo wir hinkommen. Und dann, ja, schauen wir mal, was der Tag noch so Schönes bringt dann. Heute aber nichts mehr. Gleich zurück und dann schlafen, ab in den Betten, ihr Lieben. Bis morgen mal. Tschüss.